Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie wieder mit uns gemeinsam auf die aktuellen Wetteraussichten schauen. Hier hinter mir zeigt sich Latanz. Ja, man sieht es, hier liegt noch etwas Schnee und es ist noch etwas bewölkt. Das gleiche auch in Frauenkirchen. Noch etwas düster, würde ich jetzt mal sagen. Hier zeigt sich leider noch nicht die Sonne. Aber wir hoffen natürlich alle, dass hier etwas freundlicheres Wetter dann im Laufe des Tages erscheinen wird. In Europa sieht es so aus. In Berlin, da lächelt uns die Sonne entgegen bei 19 Grad. Wirklich sehr warm ist es gerade in London bei 20 Grad und Lissabon, ja, da ist es momentan etwas unfreundlich, würde ich mal sagen. Da ist Regen angesagt bei 12 Grad. In Österreich sieht so aus heute in Bregenz, 22 Grad und sehr bewölkt. Und man sieht, dass im ganzen Land ist immer wieder eine Mischung aus Sonne, Regen und Wolken dabei. Also ein richtiges Aprilwetter. In Wien momentan ist es regnerisch bei 17 Grad und auch in Graz, da ist es wirklich sehr regnerisch heute. Ja, und die 24-Stunden-Prognose im Westen sieht so aus, es wird sehr warm eigentlich bei 20 Grad, aber man sieht, es wird immer wieder ein bisschen Regen geben im Osten. Auch hier ein ähnliches Bild. Hier zeigt sich leider überhaupt nicht die Sonne. Da haben wir nur 18 Grad und hier müssen Sie auch unbedingt den Regenschirm einpacken, damit Sie auch trocken durch den Tag kommen. Die nächsten Tage im Westen sehen so aus, es ist immer wieder eine Mischung aus Sonne und Wolken dabei, auch am Wochenende. Da sieht man es ganz deutlich. Da wird es etwas kühler bei 12 Grad und bei Regen. Und im Osten auch hier ein ähnliches Bild. Da ist es aber etwas freundlicher. Zum Beispiel morgen bei 23 Grad und am Donnerstag zeigt sich auch hier immer wieder mehr die Sonne bei 24 Grad. Das war es soweit mal von den aktuellen Wetteraussichten und wir kommen jetzt zu den Breaking News.